Ich finde die Karte eigentlich im Prinzip ganz geil, aber wäre die ein bisschen größer, würde ich die sogar noch besser finden. Ja, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Ja, keine Ahnung wieso, aber es ist einfach so. Ja. Und jetzt werde ich bestimmt gleich sterben. Ja, es ist eigentlich immer so bei Frei für alle. Ich werde gespawnt und sterbe und sterbe. Ja, nee, das war natürlich gerade wirklich schlecht. Vor allem, weil ich ihn auch in den Kopf geschossen habe, oder? Na, vielleicht bin ich auch irgendwie blind. Leute! Das will ich sehen. Will er mich... Er schießt einfach auf die Mülltonne und ich sterbe. Was ist denn das für ein... Leute, Alter, was ist denn das für eine Spawn-Kacke hier? Ich spawn und sterbe die ganze Zeit. Was soll denn das? Ich meine, hey, Junge! Was timen die Gegner denn so genau? Ey, ich drehe mich da hin, gucke kurz. Dort ist keiner. Und ich sterbe, Alter, ich spawne und sterbe durch ein brennendes Auto. Was ist denn das für eine blöde Kacke? Leute, ey, das ist ja mal der wirklich schlechteste Anfang meines Lebens. Ja, mein erster Kill. Oh, jetzt bin ich glücklich. Mann, bin ich nicht, aber hä? Oh mein Gott, was soll denn das? Ich meine, es ist doch nicht normal, dass man so oft hintereinander stirbt. Leute. Wo ist er denn jetzt hin? Oh, jetzt kommt er mit der Schrotflinte an. Junge! Ich habe jetzt 8 Tode innerhalb nicht mal anderthalb Minuten. Anderthalb Minuten 8 Tode. Wegen Spawns. Ich will das. Ich mach gleich hier einen Rage Quit. Nein, nein, keine Free Data. Das ist doch so ein Scheiß. Junge, das mache ich als irgendwie als Ende. Das ist doch nicht normal. Ich spawn und sterbe. Stirb doch! Was ist denn das? Was ist denn das? Wofür habe ich denn jetzt Punkte bekommen? Jetzt hockt er doch hinter so einer Mülltonne. Oder was auch immer. Was macht der denn da? Mann. Alter, sag mal, was. Von wo denn überall? Immer Stun-Granate? Ey, bitte, übertreib mal nicht. Nein! Granaten. Das ist doch nicht normal. Tut mir das doch nicht an. Junge. Ja! Oh. Och, ey, Leute. Leute. Nein, Leute. Was soll ich denn da machen? Leute, ich spawn und... Fickt euch. Da gehe ich doch raus. Also ganz ehrlich. Egal. Scheiß Game, ey. Hallo Leute, ich bin's mal wieder, der Chris, und heute gibt es ein erneutes Live-Commentary von mir. Und zwar spiele ich heute wieder einmal frei für alle. Oder nein, ich spiele heute mal ein bisschen Team Deathmatch. Ja, mit der M4A1, diese Klasse benutze ich heute mal mit dem Rotpunktvisier. Und ja, mal schauen, was für. Oh, Wasteland, Leute, Wasteland, Wasteland, Leute. Da nehme ich doch den AC-130 mit. Und ja, ja, Wasteland ist wirklich eine coole Karte. Also ich mag Wasteland schon. Naja, ja, es ist immer so. Ja, also manchmal mag ich Wasteland, manchmal nicht. Kommt ganz drauf an, was da für Leute spielen. Also wenn da jetzt zum Beispiel nur Sniper spielen, die wirklich, ja, nervig werden können, weil sie sehr weit außerhalb der Karte sich befinden. Also das heißt ganz weit am Rand der Karte, wo man sie dann nicht so schnell sieht. Dann wird das doch ein bisschen nervig. Aber naja, in einem gewissen Maß ist das ja noch ganz nett. Aber egal. So, okay. Ja. Ach so, und für die Leute, die jetzt meinen, ja, das ist doch richtiges Snipen. Ich weiß, dass es richtiges Snipen ist. Trotzdem nervt mich das ein wenig, wenn man so immer stirbt. Aber naja. So, Team Deathmatch of Wasteland mit der MP1. Ich habe keinen Schalldämpfer drauf, ganz einfach, weil ich das Iron Sight von der MP1 überhaupt gar nicht mag. Und deswegen habe ich halt ein Rotpunktvisier drauf. Und ja, finde ich doch deutlich besser als dieses Iron Sight, wo man einfach fast gar nichts sieht. Also ist ja, das ist einfach scheiße. Da brauche ich gar nichts weiter sagen. Also vielleicht mögen das manche. Ja, und bei der Refik habe ich das Rotpunktvisier drauf, weil ich einfach noch nichts anderes freigeschalten habe. Und da dachte ich mir, ach, Rotpunktvisier ist ja nicht so schlimm. Von daher habe ich das einfach raufgemacht. Ihr wisst ja, ach, du meine Güte.
Da ist er einfach. Das ist ja hier. Ja. Die AUG ist auch nicht schlecht. Muss ich zugeben, muss ich zugeben. Oh, was ist denn das für eine... Ach ja, der Griff. Ja, stimmt. Ich habe mich gerade voll gewundert, wieso die jetzt so präzise war. Aber dabei war ja nur ein Griff drauf. Ja, seht ihr? Jetzt bin ich an der... Oh. Ha, das war ganz schön knapp. Hat er mich gesehen? Oh oh. Oh oh, wo ist der? Wo ist der Mann? Scheiße, wo ist er? Schock um mein Leben, Leute. Ich wusste wirklich gar nicht, wo er war und dann, er ist da plötzlich mit irgendeiner Waffe. Ich wette, es war eine Schrotflinte. Mann, ich will hier mal. Ach, egal, ich gehe hier einfach mal weg. Was für ein Spast. Oh, oh. So. Leute, das sieht stark nach einem Double Kill aus. Und da hat er einen Double Kill. Ja, Mann, Leute. Gleich habe ich mein AC-130 oder AC-130. Hört sich aber nicht so toll an. Achso, ja, manche fragen auch immer, oder vielmehr sagen, ja, MP5K ist ja vollkommen falsch, ist eine deutsche Waffe, also MP5K wenn schon. Und ja, Leute, das hört sich scheiße an. Es ist zwar eine deutsche Waffe, ist klar, aber trotzdem muss man das dann auch nicht gleich deutsch aussprechen. Ich meine, ne? Das ist ja das. Nee. Ich meine, die Amerikaner machen das ja auch nicht. Die sagen ja auch MP5K. Achso, ich habe mein AC-130. Toll. Toll, toll, toll. Ja, was schießt der denn so wild rum und trifft nichts? Der ist auf Wasteland. Ich werde jetzt irgend so ein Typ, der Schild hat und also dieses Einsatzschild und hier schön so hockt und ja, schön wartet. Okay, du tubst da mal schön alle raus. Ich verlasse mich auf dich. Da, da, da. AC-130. Was? Der ist nicht gestorben? Das ist ja hier Betrug. So. Oh, Leute. AC-130 of Wasteland ist einfach nur krank. Da, da, da. Ah, egal, lass ich den mal da rein. So hart bin ich nun auch wieder nicht. Ja, verdammt, wo sind die denn alle? Haben die jetzt alle eiskalt oder? Was los? Wo waren die denn jetzt alle? Mann, der mit seinem Tuber da hat ja auch eine kleine Marke. 20-0. Oh mein Gott. Naja. So. Weiter geht's. Dropshot, du. Oh mein Gott. Nein, nein. Ach, Mann. Da hat er mir eine Granate hinterlassen. Echt toll. Naja, egal. Dann geht's mal hier schön weiter. Und der stirbt, glaube ich, gleich. Nee, oder? Ah, das ist doch der Tuber, ja. Oh, wäre voll ironisch, wenn er jetzt auch getuned werden würde. Ha! Ah, oh. Ach so, er spielt auf Atome mit dieser kleinen. Ach so, einer ist das. Spielt auf Atome mit dem Tuber. Ha! Ach, ist das ein Spast. Oh mein Gott. Das nenne ich mal. So. Wo sind die denn alle? Sind dort ein paar Leute? Da hinten war doch jemand, oder? Ja. Ha! Da hockt er wirklich mit dem Schild. Das ist ja mal geil. Und hier spawnt auch noch irgendwie. Oh mein Gott. Ah, was? Da sind ja auch noch welche. Kann ich den ganzen Weg nochmal zurücklatschen? Das mag ich ja richtig dolle. Ja, und ich bin tot. Das ist auch richtig toll. Na, was soll's? Oh mein Gott. Oh mein Gott, zu viel Gegner. Zu viel Gegner. Zu viel Gegner. Zu viel Gegner. Und ich habe sie hier alle geholt. Naja, nicht wirklich alle. Das sind noch ein bisschen viele übrig. Oh mein Gott.
Einfach Granaten hinwerfen. Das kann nur gut sein. Und ich gehe mal hier schön außen rum und werde sie mal flankieren. Haha, verarscht. So. Dann gehe ich mal noch hier schön lang. Leute, chillt mal mit euren Kugeln hier. Munition ist teuer. Haha. Schön gewartet. Das lobe ich mir doch. Nein, bitte, den will ich haben. Den will. Nein. Ja. Oh oh. Ja, Mann, wie viele Punkte? Double. Nice. Jetzt noch ein Kill mit dem Harrier. Oh, ich muss nachladen. Hoffen wir mal, dass hier keiner spawnt. Ja, hier spawnt keiner. Nice. Oh, da hinten ist auch noch jemand. Ja, jetzt kommt dieser Schildtyp. Oh mein Gott, er kommt zu mir. Was ist denn das für ein kleiner? Okay, Leute, das war's heute von mir. Und ich hoffe mal, euch hat die Live-Commentary-Woche gefallen. Oh, netter Kill zum Schluss. Er hat auch eine Refka mit Dingens. Na, Rotpunkt-Visier. Okay, mein Score beträgt 33,2 und... ja, ich habe noch einen kleinen Bonusclip für euch zum Schluss. Also nach diesem kleinen Live-Control kommt noch ein kleiner Bonusclip. Leute, ich war ein bisschen sauer. Also das war keine tolle Runde am Anfang. Also der Anfang ist richtig in die Hose gegangen. Und könnt ihr euch angucken. Ich denke mal, es gefällt euch. Und damit verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Ciao.